Hallo Leute, hier bin ich wieder. Im letzten Video habe ich euch die grundlegenden Voraussetzungen für alle Zuschüsse des Sportbund Rheinland erklärt. Heute geht es um die Zuschüsse für Baumaßnahmen. Dein Verein möchte das Vereinsheim neu bauen, sanieren oder erweitern, aber verfügt nicht über die nötigen finanziellen Möglichkeiten? Mit den Zuschussprogrammen für Baumaßnahmen unterstützt der Sportbund Rheinland seine Vereine bei der Finanzierung von Bauprojekten. Bei der Höhe des bezuschussten Betrages unterscheiden wir zwischen Baumaßnahmen bis 10.500 Euro und bis 75.000 Euro. Doch allgemein gilt, bezuschusst werden bis zu 35% der zuschussfähigen Gesamtkosten, der Eigenteil muss mindestens 10% betragen und die Antragstellung erfolgt nur online über das Vereinsportal unter www.sbr-lokal.de. Die Bezuschussung bei Bauprojekten über 75.000 Euro erfolgt über die Sportkreisvorsitzenden und die jeweilige Kreisverwaltung. Bei der Antragstellung beim Sportbund muss dein Verein verschiedene Unterlagen im Vereinsportal hochladen. Eine Liste der einzureichenden Dokumente findest du auf unserer Homepage. Ebenso müssen für beide Zuschussbereiche folgende Bedingungen erfüllt sein. Erstens, dein Verein ist seit mindestens 2 Jahren Mitglied im Sportbund Rheinland. Und zweitens, es muss sich um vereinseigene bzw. langfristig gepachtete Sportanlagen handeln. Bei den Baumaßnahmen bis 10.500 Euro können die Anträge das ganze Jahr über eingereicht werden. Es werden so lange Anträge bezuschusst, bis die Haushaltsmittel des Sportbundes Rheinland ausgeschöpft sind. Darüber hinaus kann nur alle 2 Jahre ein Antrag vom Verein gestellt werden. Bei den Baumaßnahmen bis 75.000 Euro erfolgt der Zuschuss durch den Landessportbund Rheinland-Pfalz und das Ministerium des Innern und für Sport. Hier müssen die Anträge für das kommende Jahr spätestens bis zum 30. September des laufenden Jahres eingereicht werden. Außerdem kann ein Verein hier nur alle 3 Jahre einen Antrag stellen. Wichtig: Die Beantragung für beide Zuschussprogramme erfolgt ausschließlich über das Vereinsportal www.sbr-lokal.de. Nach der Antragstellung über SBR Lokal muss der Antrag ausgedruckt, von deinem Vereinsvorstand unterschrieben und per Post oder E-Mail an den SBR versendet werden. Falls du jetzt noch Fragen zu den Bauzuschüssen hast, kannst du dich an meine Kollegin Sabrina Eichmann wenden.